Das ist Mossi, das ist Mama, das ist es. Willkommen zu Rausgerotzt. Du bist so eine Mist. Alter. Perfekter Start in die Folge. Und damit willkommen zu Folge 5 von Rausgerotzt. Bei mir Folge 2. Ja, Folge 5. Heute geht's um Berufe. Folge 5! Die wir nicht machen würden, Aisel aber schon. Ah, oh, okay. Sehr gut. Ja. Das sehr Thema gut. Wurde übrigens von Marco vorgeschlagen, also fängt Marco an. Ja, okay. Ja, ein Beruf, der sich niemals machen würde. Ich glaube, ganz oben in dieser Liste steht natürlich so erstmal die ganzen illegalen Sachen. Das ist, glaube ich. Illegal. Illegal? Ja. Welcher Beruf illegal. Ist denn illegal? Drogenhandel. Dann, das ist doch kein Beruf. Ja. Also, ich kann da jetzt keine Ausbildung für machen. Ja, du musst auch als Verkäufer keine Ausbildung machen. Oder Kassierer oder so. Ja, aber ich könnte ja Einzelhandel im Pharmaziebereich werden. Ja, gut, dafür brauchst du eine Ausbildung. Ja. Aber nicht, um scheiß Kassierer bei Edeka oder sowas zu werden. Ja, ja, das ist aber in der Ausbildung schon enthalten. Ja. Und jetzt guck mal, wenn ich Drogen richtig verkaufen wollen würde. Da brauchst du natürlich Ahnung, ne? Ja, klar. Aber da gibt es keine offiziellen Berufsweg. Aber trotzdem ist das ja nicht, dass das kein Beruf ist. Ja, aber zahle ich denn darauf meine Lohnsteuer? Das ist doch nicht die Definition, ob es ein Beruf ist oder nicht. Aisel, was ist deine Meinung? Die Definition von einem Beruf ist, ob du damit Geld, dass du irgendwas machst, worauf du eigentlich keine Lust hast, aber du Geld brauchst. So. Das ist eine Definition von einem Beruf. Ja. Also wenn ich etwas arbeite, was mir Spaß macht und ich Geld dafür bekomme, ist es kein Beruf. Also manchmal hat man tatsächlich Glück und man mag das tatsächlich, das, was man macht, aber so in manchen Fällen ist das nicht so. Also jetzt zum Beispiel bei dir, ne, als Hure. Dir gefällt der Job also nicht. Doch, der Beruf der Hure gefällt mir richtig gut. Finde ich gut. Oh, ja. Er soll ja auch Leute geben, die machen das mit. Reingesteckt zu bekommen. Ja, er führt halt sehr viel Gemüse ein. Obwohl er mehr Fleisch ist. Insbesondere Rettische. Ja. Das wäre tatsächlich ein Beruf, den ich tatsächlich auch nicht machen würde, wäre tatsächlich irgendwie so Metzger. So. Metzger. Also, ja, weil da musst du die Tiere, also ich esse zwar sehr gerne Fleisch, ne, aber das Fleisch leiden zu sehen und es umzubringen, während es noch am Leben ist. Als Metzger bringst du nicht unbedingt Tiere um. Das also wenn du deine eigene Schlachter ja, also Schlachter stimmt. Soll ich mal was sagen? Also, ich kann meine Geschichte erzählen. Kennt ihr Tönnies? Nein, was du ist kennst das? Tönnies kennst du, ne? Nein. Nicht? Tönnies ist bei dir knapp 20 Kilometer entfernt. Also. Offenbar. Tönnies. Tönnies Fleisch. So, die machen das Fleisch für Aldi oder so zum Beispiel. Größter Schlachter Europas. Kommt aus meiner Heimatstadt. Habe ich eine Besichtigung gemacht. Und dann ging es halt auch durch die Schlachtanlagen, ne, wo die Kühe an der Maschine hängen lebend und dann erschossen werden quasi mit diesem Betäubungsding. Und danach wird man von der Werksleitung ins Werksrestaurant eingeladen. Fand ich gut. Fand ich gut. Ja, oh schön. Das ist wieder direkt ein Alter, ich muss gerade mit Wasser im Mund lachen. Alter, du willst. Das haben wir gehört. Es war so schwierig, das nicht auszuspucken. Oh, ja, wie kann man einfach nur so trocken, fand ich gut. Fand ich gut. Die Tiere wurden gerade vor meinen Augen umgebracht. Erstmal ins Restaurant, fand ich gut. Ja. Wie so ein Kleinkind, so keine Ahnung. Ne? Weißt du, irgendwie eine riesige Veranstaltung. Ja, ich durfte so viel trinken, wie ich wollte. So viel Cola trinken, wie ich wollte.
So Forrest Gump-mäßig so. Ja, fand ich gut. Die Frage ist, was soll uns diese Geschichte überhaupt jetzt sagen? Dass der Job des Schlachters gar nicht so schlimm ist. Für die Leute, die sowas machen, schon, glaube ich. Ach, ich hätte jetzt auch die Kuh einfach erschießen können. Das hätte mich auch nicht gestört. Hätte mich auch nicht an einem kostenlosen Steak gestört. Also würdest du gerne für Geld Tiere umbringen? Ja, doch. Würde ich machen. Ich esse das ja auch. Okay. Ja, ich persönlich würde eher zu Nein tendieren. Nur Nutztiere oder auch Haustiere? Ja, jedes Tier ist ja irgendwo ein Nutztier, ne? Aber Fliege nicht. Ja gut, okay, bei Fliegen habe ich auch kein Mitleid. Na gut. Aber ich glaube, da wird man auch nicht so viel so satt. Nee, nicht wirklich. Auch so eine Hand getrocknete Fliegen, das wäre doch was Schönes, oder? Ja. Weißt du, Tobi hat so solche Klebestreifen, die hier Fliegen und sowas anlocken sollen. Er hatte in seinem Zimmer ganz viele hängen. Und dann, wenn das irgendwie so, wenn da ganz viele Fliegen sind, dann nimmt er sie runter und snackt sich dann erstmal. Ja. Ja, da sind ja auch viele Proteine drin. Richtig. Ja. Und es geht noch tiefer mit dem Niveau. Da sind wir noch nicht angekommen, glaube ich. Also wenn es noch tiefer... Wir bräuchten eigentlich so ein Niveau-Meter. Also wenn es jetzt noch tiefer geht, gehe ich halt in eine Meta-Ebene tiefer, nämlich der Toilettentieftaucher. Also im Endeffekt der Taucher im in der Kläranlage. Ach so, ja, die gibt es bei uns zum Beispiel. Da ist aber, glaube ich, Industrietaucher bei uns. Ja, meine ich ja. Die müssen halt in diese ganzen Tanks rausgehen und die Sachen da rausholen, die da nicht drin sein sollten. Ja. Ja, die würde ich aber auch nicht machen, weil du da die ganze Zeit in Scheiße rumschwimmst. Ja, das denke ich mir halt auch. Das muss nicht sein. Und man verdient da auch gar nicht so gut, habe ich gehört. Was glaube ich auch. Also für das Geld, ne. Ne. Tatsächlich ein Beruf, wo ganz viele sagen würden, boah, das würde ich niemals machen, aber ich würde da gar kein großes Problem haben, wäre der Beruf des Lehrers. Also jetzt irgendwie so an einem Gymnasium oder an einer Realschule oder sowas, ne? Finde ich gar nicht so schlimm, Lehrer zu sein. Ich glaube, es kommt immer aufs Glück an, was für eine Klasse, sagen wir, du bekommst, ja, klar, was für Leute da drin sind. Es gibt natürlich immer so Klassen, die richtig hardcore assi sind, ne? Aber es gibt, also... Also Hauptschullehrer, würdest du das machen? Da würde ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wobei, es ist halt auch viel mit der Persönlichkeit, ne? Wenn du halt so jemand bist, der halt wirklich so, ja, so ein 1950er-Lehrer. Ne? Noch mit dem Rohrstock. Ja. Lange abgeschafft, du hast ihn trotzdem in der Schublade liegen. Nein, so einer wäre ich nicht. Die haben auch weniger Probleme. Weniger Probleme? Ja. Also ich glaube, dass der in so einer Hauptschulklasse von den Schülern zerrissen werden würde. Mhm. Da würde ich eher auf den Lehrer tendieren, der so fast im selben Alter ist, also sagen wir frisch aus der Lehrerausbildung da raus und direkt die erste Klasse bekommen und der dann noch so mit den Leuten so mitsympathisieren kann, weiß wie so die Lage momentan ist und so auf Kumpellehrer halt macht. Ah, Referendant. Das wäre dann so meine Sache, ne? Aber man muss nicht unbedingt jung sein dafür. Also mein Literaturlehrer, der war glaube ich so um die 40, ich weiß jetzt nicht so, aber ich schätze ihn so zwischen 30 und 40. Und der war super cool drauf. Und der, also, oder mein Religionslehrer, den ich zurzeit habe, der ist schon um die 60, glaube ich. Aber der ist, mit dem würde ich ein Bierchen trinken. Boah, mein Religionslehrer war ein richtiger Hurensohn. Grüße gehen raus. Ich hatte mal tatsächlich einen richtig coolen Religionslehrer in der 10. Klasse. Weil der war auch immer up to date und so weiter. Der hat versucht, seine Schulthemen immer mit irgendwelchen Sachen, die gerade aktuell sind, zu verbinden. Da weiß ich zum Beispiel, dass einmal für das Thema, wie hieß es, Dilemma. Da ist er damit eingeschnitten, indem er uns die erste Szene von dem Star Trek Into Darkness, war das, glaube ich,
Ich glaube, das war Into Darkness. Also der vorletzte Film von Star Trek hat er uns die erste Szene gezeigt. Hm. War nicht cool. Vor allem, weil ich den Film erst an das Wochenende davor gesehen habe. Oh, das war ja Glück, oder? Der hat dich gestalkt, also. Ja, genau. Dementsprechend war meine Religionslehrerin, die ich in den nächsten 2 Jahren hatte, war mega kacke einfach nur. Weißt du, gerade so einen richtig coolen Religionslehrer, okay, weißt du was, schreibst du dir doch nochmal für Religion ein. Ne? Religion ist gar nicht so scheiße. Ja, Marco, wir mussten leider auslosen, weil katholische Religion hat nicht so viele Leute und du hast jetzt katholische Religion statt evangelische. Aber ich guck dir an, so. Bist du Evangolo oder was? Evangolem. Evangelite, Junge. ja, und auf jeden Fall habe ich dann die erste Frage so, ja, was ist denn der Unterschied zwischen katholischer Religion und evangelischer Religion vom Unterricht her? Und ich so, ja, so ein großer Unterschied ist da eigentlich gar nicht. Größte Lüge, die mir jemals erzählt worden ist, ohne Witz. Die hat von mir erwartet, also die hat von mir mehr Arbeit erwartet, als ich sie in einem LK-Fach gebracht hätte. Alter. Mhm. Scheiß auf Schule, sage ich nur. Das Problem war halt, es wurden 3 Leute in katholische Religion reingelost, ne? Und der Rest, also diese 3 Leute waren ungefähr so wie ich, und haben zwar Konfirmation gehabt, aber nie wirklich so viel mit Religion am Hut gehabt. Der Rest der Klasse, alle schön hier, ne? Bibel mehrere Male durchgelesen, kennen jede Geschichte in- und auswendig und jeden Sonntag die Scheißkirche. Alter. Man kann ungefähr vorstellen, wie ich dagegen abgekackt bin, ne? Ich habe sogar wirklich, ich habe einen Defizitkurs in Religion bekommen. Auf mein Abi-Zeugnis. Es ist so kacke gewesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge ins Meer senken. Ja. Ja, was auch immer. Was auch immer. Das war jetzt Psalm 46. Okay, Berufe, die ihr nicht machen würdet. Ich sage Bauarbeiter. Oh ja. Weil... Wenn ich heute schon wieder die Hitze merke, könnte ich niemals draußen arbeiten. Niemals. Das stimmt wohl. Deswegen würde ich niemals Bauarbeiter machen. Aber das ist nicht der schlimmste Beruf. Also ich würde, also ja, das ist natürlich auch anstrengend und so weiter, aber ich würde das tatsächlich nicht ganz hinten in die Liste packen. Also ich kenne da eine Person, die hat schon viel mehr Jobs als du gehabt und viel, viel schlimmere, als du dir je ausmalen könntest. Aber welche Person das ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Ja, in der wir über jeden Lolchamp reden und es in real life zu sein. Es gibt einen, der wird ihn sogar sehr gut verkörpern, diesen Champ. Also. Oh Gott, oder wie? Ja. Ich habe keine Ahnung, auch zu dir passen. Welchen Champ du jetzt gerade meinst. Ja, oh Gott. Also, okay, dann ist gut. Also. Ja, Tobi, was hast du denn noch, also, oder wann war, was hast du denn noch für einen Beruf, das du absolut nicht machen würdest? Was ich mal gemacht habe, aber was ich nie wieder machen würde. Ich habe das 3 Tage gemacht. Eigentlich nur. Da habe ich gekündigt. So. Am Fließband stehen und Sachen aufs Fließband laden. Alter, das ist mein Job, Mann. Halt deine Schnauze. Nein. Du hast den noch ein bisschen anspruchsvoller, vermute ich, als das, was ich gemacht habe. Ich habe. Ja, erzähl. Ich habe bei einer Zahnpasta-Firma für Blendermet. Alter. Die Pakete, also diese Tuben sind ja meistens so Paketen drin, ne? So, ja. Die sind halt in der Fabrik flach. Habe ich 8 Stunden von einem Wagen genommen. Auf den Fließband geschoben. Geschichte ist vorbei. Ja, aber ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Beruf gehabt für knapp einen Monat, bis ich gekündigt habe. Und zwar habe ich bei einer Zigarrenfabrik relativ nah bei mir, habe ich auch an so einen 4 Maschinen, die dann irgendwie die Zigarren da fertig gemacht haben. Und ich musste dann alle kontrollieren, dass sie alle schön ordentlich sind und so weiter. Und dann musste ich die Maschine einmal in meiner Schicht jeweils putzen. Und das sind halt, boah, ey.
ich hab's gekotzt einfach nur. Das ist halt einfach so schlimm, weil du verdummst bei diesen Maschinen halt wirklich. Du stehst da, die Geräte sind ja in der Regel mega laut. Ja. Du kannst nicht nachdenken, weil du immer dieselbe Bewegung machst. Und du darfst sie ja nicht falsch machen, weil dann geht die ganze Maschine kaputt. Ne, dann habe ich mal zu viele draufgelegt, dann ist die Maschine ausgefallen, dann... Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich relativ viel irgendwie so versucht habe, einen Gedanken abzuschweifen, so, aber halt immer noch so ein bisschen auf die Maschine schwierig. Zu arbeiten. Also ich fand das halt gar nicht so, also gut, ich bin manchmal, wenn ich irgendwie was, irgendwas Bestimmtes machen muss, dann bin ich natürlich so ein bisschen abgedriftet, aber ich fand das jetzt nicht so schwierig. Das Problem war halt, so nach einer Zeit weißt du nicht, worüber du nachdenken sollst. Genau, soll. Das ist es, ja. Irgendwann hast du so ein Limit erreicht von den Sachen, die dir gerade einfallen und dann denkst du so, okay, ich muss aber noch 7 Stunden und 59 Minuten muss ich ist meine Schicht noch. Ja, genau. Genau das ist es. Bei mir kommt es noch dazu, dass ich ja auch Nachtschicht habe und teilweise ist es dann manchmal echt schwierig, nicht einzuschlafen dabei, obwohl du halt, bei mir ist es wahrscheinlich immer so eine Minute, kann man auch sagen, so ein Paket drauf tun. Und du musst eigentlich halt auch entweder dich hinsetzen, aufstehen oder die ganze Zeit stehen. Selbst im Stehen schläfst du dann fast irgendwann ein. Ja, das ist einfach übertrieben schlimm. Das war das Problem bei mir. Wir hatten keine Sitzmöglichkeiten. Oh, das würde sich nicht aushalten. Acht Stunden lang mit diesen scheiß unbequemen Arbeitsschuhen. Ey, ohne Witz, ich hatte jeden Tag richtig krass Fußschmerzen einfach nur, weil ich die ganze Zeit mit diesen scheiß Arbeitsschuhen da rumstehen musste. Alter, Stahlplattenstiefel wahrscheinlich. Ja, genau. Ich habe Schuhe Größe 45 bekommen und ich bin 47er Träger. Alles klar. Wie hast du die da reinbekommen? Tja. So reingekantet einfach. Einfach die Zehen abgehackt. Ja, die Zehen so nach vorne so gerade aufrecht gestellt, sodass noch so eine Lücke zwischen Schuhsohle und Fuß ist. Alter. Nee, der hat einfach die Schuhe vorne aufgeschnitten und da konnten seine Zehen dann rausgucken. Das wird auch gehen, ja. Auf jeden Fall, das war so ein Horror einfach nur. Und wenn ich da überlege, dass da Leute, also die Arbeitskollegen haben da schon mehrere Jahre dran gearbeitet. Mhm. Ich denke mir so, boah, dann machst du nicht mal, das schaffst du nicht mal einen Monat, ey, ohne Witz. Das war einfach nur die Hölle für mich. Bei mir ist halt, ich arbeite seit Februar da und habe nur einen 7-Monats-Vertrag bekommen. Und ich hasse die Arbeit halt richtig da. Ich hasse es, jeden Tag da hinzukommen und da zu stehen. Diese Arbeit unterfordert mich einfach so sehr, dass ich Fehler mache, weil ich unterfordert bin. Ja, das ist halt immer so dieses, das hat man, keine Ahnung, irgendwie so in, zum Beispiel auch in Games kann man das so vergleichen, so, weißt du, du bist total gelangweilt, weil das spielt dich gerade überhaupt nicht vor und du machst dann die ganze Zeit irgendwie Fehler und dann stirbst du auf einmal und denkst so, das okay, Ding das ist, es gibt, so da, es gibt dafür einen Fachbegriff, das ist der Bore-out. Das Gegenteil von Burnout. Weil man so unterfordert ist, wird man immer schlechter und schlechter und schlechter. Und hat irgendwann dieselben Symptome wie halt ein Burnout geschädigter. Ja. Bei mir ist das halt jetzt. Das Schlimmste war halt immer noch die Nachtschicht, einfach nur, weil ich musste dann irgendwie so um 10 Uhr nachts musste ich da antanzen. Ja. Und dann um 6 Uhr morgens. Genau, selbe Schicht, wie ich momentan habe. 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Das ist absolut nur widerlich. Geil. Absolut nicht geil. Mhm. Ja, mir haben sie jetzt eine Vertragsverlängerung bis Ende November vorgeschlagen und ich bin echt am struggeln, ob ich lieber arbeitslos bin oder da nochmal 2 Monate Geld verdiene mehr. Es ist ja ich muss mich so ziemlich bald entscheiden. Ja, gut, das ist, da wünsche ich dir natürlich viel Glück bei deiner Entscheidung. Ja. Aber zum Kontrast, also, oder habt ihr jetzt noch irgendwie so irgendwas, was ihr dazu noch erzählen würdet, zu dem aktuellen Thema? Nee. Ja, gut, dann würde ich dann zum Kontrast zu dem Thema so Traumberufe. So Berufe, die du auf jeden Fall richtig gerne machen würdest. Ja. Boah. International Key Account Manager, Leute. Alles klar. Das ist einfach der beste Job. Du bist verantwortlich, neue
und Bestandskunden auf der ganzen Welt zu akquirieren. Bedeutet, und du bist ziemlich eine der wichtigsten Rollen für dieses Unternehmen, bedeutet, du fliegst Business oder First Class, ich die verdammte gesamte Welt, um am Zielort einfach nur ein Verkaufsgespräch mit dem Kunden zu führen und dann wieder zurückzukommen. Und verdienst mega viel Geld. Aber du kriegst die Flüge bezahlt von deinem Arbeitgeber. Naja, naja. Mhm. Ja, okay, deswegen, für, deswegen direkt First Class, wa? Das sind das halt hört die, sich doch nicht so schlecht an. Das sind halt die Leute, die für die 500.000 Meilen oder so im Jahr fliegen, 200 Hotelnächte haben und einen guten Lohn. Ja, okay, aber ich denke mal, eine Familie zu halten wird das schwierig, wenn du immer im Ausland bist. Ja, ja gut. Das stimmt alles. Das stimmt. Und ich meine, es gibt nicht jede Person, die einfach dann mal in jedem Land einfach mal einen Puff besucht. Dann so eine Puff-Strichliste macht. Ja, nee, das hat jeder. Wie hieß der Beruf nochmal? International Key Account Manager. Okay, International Key Account Manager. Wahrscheinlich hat jeder dieser International Key Account Manager so eine Strichliste mit welchen Punkten er besucht hat. Ja. Es würde mich jetzt echt nicht wundern. Und Finke weit und breit. Das Ding ist halt, selbst wenn du zu Hause eine Frau hast, ne? Du kannst ja in Südamerika trotzdem eine zweite Frau haben. Merkt die doch nie. Du kannst überall eine haben. Ja. In jedem Land eine Frau. Ja. Also. Kannst du mal eben schnell heiraten und so weiter, ne? Ja. Ne? Ja. Ja, aber wer sagt nicht, dass die Frauen dann irgendwann dich hier, ne? Irgendwann treffen die sich zusammen alle. Und die sind dann in deinem Flugzeug drin und überraschen dich. Ja. Entweder hast du dann eine geile Massenorgie oder irgendwas anderes passiert. Oder du hast irgendwie mehrere Schüsse in deinem Kopf. Ja. Schicksale. Und plötzlich ist alles anders. Ist Superheld auch ein Beruf? Ja, du zahlst mal. Ja, gut, ne? Wenn du. Also, ich sag mal so: theoretisch ja. Dann will ich mir auch meine Superkraft aussuchen dürfen. Nee, du kriegst hier keine Ahnung. Du darfst Milch kontrollieren. Oh. Gute Superkraft. Dann nehme ich immer so eine Flasche Milch mit mir mit und bin dann der Milchspendiger. Also ich würde Milchmann, auch Junge. Passen. Also ich kontrolliere auch meine Milch. Du bist der Milchmann, Junge. Alter. Scheiße. Was ist mit Prinzessin? Prinzessin ist doch auch ein Beruf, oder nicht? Also wenn du die Kinder fragst, die sagen, was willst du später mal werden, sagen die Prinzessin. Ja, gut. Ich möchte dich bloß nicht im Kleid vorstellen, das ist jetzt das Problem, was ich gerade habe. Hä? Kannst du auch gar nicht, weil du nicht weißt, wie ich aussehe. Das ist allerdings wahr. Nee, tatsächlich hat mir, glaube ich, Rudolf irgendwann mal ein Bild von dir gesendet, aber so extrem dunkel, ich habe dich kaum erkannt. Alter, also, warum verschickt der Bilder von mir, der Hund? Das ist aber schon, wie gesagt, Ewigkeiten her. Das Bild war so das dunkel, ist, dass ich gar nichts erkannt das habe. Bestimmt so hab ein Bild, das ist bestimmt so ein Bild, wie diese, die von German Let's Play also so auftauchen immer. Ja, genau. So ein Fake-Bild. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass du schwarz bist, Tobi. Ich habe doch gesagt, ich bin schwarz. Wir ja, hatten keiner glaubt mir das. Er hat einen 25 Zentimeter Schlüngel. Mehr. 25 Zentimeter, aber Blutpenis, du weißt. So Umfang. Wie beim guten Rainer. Ja. Der hat eigentlich auch ein 16 Zentimeter Stahlrohr. Er kennt ihn auf dem Bild halt nur nicht. Wieso reden wir eigentlich nicht nächste Folge darüber, ob wir einen Blut- oder Fleischpenis haben? Glaubst du, du kannst so lange darüber reden? Aber klar doch.
Alter. Ja, tatsächlich habe ich ein paar Berufswünsche, die zwar alle sehr unrealistisch sind, aber ich meine, wir haben auch schon Superheld gehört, deswegen. Und Prinzessin. Und Prinzessin, von daher. Also natürlich einmal Beruf des Vollzeit-YouTubers, wäre find ich richtig geil. Also dieses kreative Ausleben. Ich meine, YouTube ist für mich ja zurzeit einfach nur ein Hobby. Und ich mag es ja, mich so ein bisschen kreativ ausleben zu dürfen und das halt als Vollzeitberuf, wobei natürlich immer noch die Sorgen dazu käme, weil du musst halt irgendwie damit deine Miete bezahlen mit den Videos, die du produzierst. Das natürlich kann das stressig werden, aber ich würde nicht Nein sagen dazu. Das klappt ja bei vielen. Wir können ja jetzt mal ein paar Barren spenden, wenn ihr wollt. Ja, kannst noch Juno-Streamer werden. Ja, genau. Naja, also, oder generell irgendwie so, der Beruf des Schauspielers finde ich auch sehr interessant. Nee, gar nicht. Nee, Schauspieler nicht. Also jetzt nicht hier Schauspieler bei RTL oder so. Ich meinte ja schon. Ja, allgemein Schauspieler eher nein. Ey, da kann ich übrigens eine Geschichte erzählen. Also schon wieder. Die Geschichte ist wann war's? Geschichte mit. Wann war's? Die ist halt sehr kurz, aber ich hab mal in Bielefeld. Also bei dir zu Hause habe ich mal. In deinem Zuhause. Ich wohne ungefähr eine halbe Stunde von Bielefeld. Egal. Ich arbeite dort nur. Bei dir zu Hause, da bleiben wir. Also. Dabei. Okay. Habe ich mal an einem Casting von Ende Bowl teilgenommen. Kenn ich nicht. Produktionsfirma von RTL. Also. So. Und ich bin jetzt, wie ich glaube 30, 40 andere tausend in deren Kartei. Das heißt, theoretisch bin ich sogar RTL-Darsteller. Das war so, Alter, vor 6 Jahren. Vielleicht. Schmutzkind. Echt, Ich würde dich gerne in der Folge Verdachtsfälle sehen oder so. Ja. Familienbrennpunkt. Naja. Ich fände das halt echt mal lustig. So für eine Folge fände ich das halt mal lustig. Aber dann gibt's halt. Ja, aber sobald du einen Vertrag mit denen unterschreibst, bist du halt so geliefert. Ja, das ist es halt. Würde ich nicht. Also ganz ehrlich, nee. Einfach nur nee. Weil es gibt irgendwie, ich habe das Gefühl, viel zu viele Leute, die tatsächlich glauben, dass das alles, was bei RTL passiert, halt tatsächlich reale Geschichten sind. Also, die sind doch echt. Ja. Also. Allesamt. Ja. Polizisten aber in Einsatz. Echte Fälle. Gibt er so zu einer Tür, gibt der Tür einen Dropkick und die Tür geht auf. Jawohl. So ist es abgelaufen. Ja, aber ich meine. Alter. auf jeden Fall war mein Literaturlehrer, den ich im zweiten, den ich in der Weltkrieg. Also im letzten. Was? Mein Literaturlehrer, den ich im letzten Jahr hatte, der war der festen Überzeugung, dass ich auf jeden Fall irgendwie so Schauspieler werden könnte. Dass ich auf jeden Fall das Zeug dazu hätte. Und dementsprechend, ich weiß nicht. Ich habe das halt nicht gemacht, weil Schauspieler ist halt ein extrem riskanter Beruf. Ne? Du brauchst halt echt extrem viel Glück, um halt tatsächlich viel Geld zu machen. Das ist im Prinzip wie als Sänger. Du musst gefunden werden. Ja, das ist richtig. Ich meine, wie oft hört man den Satz arbeitsloser Schauspieler, ne? Ist halt wahr. Ja, aber trotzdem. Ich finde, also so Schauspieler finde ich schon sehr interessant. Deswegen würde ich das jetzt. Also auch unter Berufswunsch, der sehr unrealistisch ist, einstufen. Ja, ja. Und ich sag mal so, ich werfe noch mal so Videospielentwickler noch dazu. Ne, das ist keine, ne. Das würde ich sogar auch als Beruf machen wollen. Nur also kommt natürlich auf die Firma an. Ich möchte jetzt nicht bei EA oder Ubisoft oder deine so. Deine eigene Firma. Indie-Entwickler, also. Ja. Also wenn ich mir Das ist dann auch wieder so, da muss dann natürlich auch wieder dein Spiel erfolgreich sein, ne? Aber ich meine, man kann es ja versuchen, ne? Also wenn ich mir den Alltag der Entwickler bei uns in der Firma angucke, die tun mir halt echt leid. Das ist halt echt schlimm. Das ist zwar Business-to-Business-Software, aber Alter. Die sitzen halt wirklich den ganzen Tag und machen halt dieses scheiß Codieren. Und im Endeffekt so 90% Fehlerbehebung, 80% schreiben dich User an und beschweren sich und 70% sind das Fehler, die
keine Fehler sind, sondern die User sind dumm. Ja, das also ist hat der Tag 240%. Ja. Das stelle ich mir so wie bei IT-Crowd vor. Ja, mein PC geht nicht. Haben Sie ihn schon wieder ein- und ausgeschaltet? Ja, genau. Ja. Oh, er geht wieder, danke. Ja, so ist es. So ist das halt wirklich. Da sind dann halt. Ich glaube, das stelle ich mir auch ganz nice vor. Also ich könnte mich die ganze Zeit lustig machen über solche dummen Leute. Ja, weil ich habe das mal mitbekommen, haben da halt, ja, weil das ist auch so ein direkter Tisch, wo die Leute hingehen können mit ihren technischen Tisch ist das. Tisch. Mit ihren technischen Fragen. Und das ist halt Software für, also auch unter anderem für Tablets, ne? Mhm. Da wird die Frage gestellt, ich komme nicht mehr in mein Tablet rein. Ja, haben Sie denn schon mal die Entsperrtaste gedrückt? Nee. Wo? Alter. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was der Nutzer gemacht hat. Alter. Ich frage mich eher, wie kann man ein Tablet benutzen und nicht wissen, wie das an- und ausgeht. Ja, ich dachte auch. Weil der entsperrt. Ich dachte halt, 86 Jahre alt sein, so. Ja, ich dachte halt, es gibt keine so dummen Nutzer. Also ich sag mal so, da könnte ich meinen Opa hier vorsetzen. Der hat mich schon mehrere Male nach der Nummer des Internets gefragt. Damit gemeint war das WLAN-Passwort, aber Nummer des Internets ist auch nicht schlecht. Das hört sich gut an, ja. Nummer des Internets. Ja. Ja. Das ist schon 2-3 Mal passiert. Und? Ach, ja. Wo wir eigentlich beim Schauspieler noch sind. Ja. Und damit ich auch nicht komplett Clickbait mache. Ja. Erstmal die ganzen hier heißen Schauspielerinnen nennen, ne? Was sagt ihr zum, ich nenn's mal Job des Allah! What? Zum Job des Pornodarstellers. Des Allah! Ich wusste nicht, dass Gott ein Job ist, aber... Ja, okay, nehme ich so hin. Also, wir können jetzt... Gott-Pornodarsteller. Gott-Pornodarsteller. Ja. Der Pornodarsteller, ich meine... Ist das ein guter oder schlechter Job? Ich weiß nicht, wie man so damit verdient, ist die Frage. Also, als männlicher Darsteller verdienst du echt recht wenig. Ja, also die großen... Natürlich bei internationalen Studios. Ja, der, gut, der will schon Namen nennen, Alter. Der kennt die Namen, wird aufpassen. Ja, es ist aber jemand wie Johnny Sins. Siehst du, wo ich sag's doch. Der halt so 2200 Rollen allein bei Brazzers hat, glaube ich. Der verdient halt wahrscheinlich schon mega viel. Aber halt so als normaler Pornodarsteller verdient halt wahrscheinlich nichts. Das ist halt, ungefähr wie ein Kassierer, ne? Ja, das einzig Gute ist halt, du, ne? Kannst die ganze Zeit ficken. Ja, aber ist die Frage, ist das halt gut, ne? Du fickst halt vor so einem 20-köpfigen Kamerateam, ne? Und du musst halt auch so ein bisschen kontrollieren können. Das heißt, wenn du kurz davor bist, aber es noch nicht darfst, musst du dich halt zurückhalten. Und du bist die Nebenrolle die ganze Zeit im Endeffekt. Ja, das. Außer du drehst Gay-Pornos. Ja, das gut. Bei schwulen Pornos sind es sogar, werden die Berufe sogar besser bezahlt. Ja, das vermute ich. Hab ich gehört. Ist ja auch eine Minderheit, ne? Ja. Ja, das ist, Das ja, ist die Sache ist, es kann ja mal sein, dass dein Arbeitgeber kommt dann an und sagt so, ja, ne, wir haben hier einen Job für dich, ne? Und für diesen Job musst du, keine Ahnung, jetzt irgend so eine ekelhafte Scheiße machen, keine Ahnung, du musst auf dich drauf kacken lassen. Ja. Ja, weil es gibt halt so solche Menschen, die auf sowas stehen. Ja. Und dann, also entweder machst du es oder verlierst deinen Job, das ist halt so eine Sache so. Naja, hast du mal, wie hieß die denn noch, Scheiße, das war eine Netflix-Dokumentation, wo es halt auch über so Amateur-Porno-Darstellerin ging. Nee, habe ich nicht geguckt. Und das ging halt, kennst du Craigslist? Craigslist, glaube ich, ja. Ja, und darüber finden die in den USA,
ganz viele Porno. Das habe ich auf jeden Fall schon mal von der Website gehört, aber ich war naja. Drauf. Und, ich war so. Und das ist halt so, die locken die erst irgendwie mit einem kostenlosen Urlaub. So, wenn die den gemacht haben, sollen die halt ein Porno. Ich hab auf Netflix mal so eine Doku dazu. Ja, genau. Und dann drehen die halt ein Porno, kriegen dafür viel Geld, die werden erst groß gehypt. Und dann kommen halt wirklich das, was du gesagt hast, diese Ekelsachen. Und da war halt so das Beispiel, die musste irgendwie 70, 80 Zentimeter Dildo halt benutzen. Hätte dafür $1,000 bekommen, aber das ist halt schon ziemlich abartig, sage ich mal. Ja, und dann gehst du halt extrem schnell wieder runter. Was bei der Doku, glaube ich, sogar war, dass irgendwie halt so diese gespielte Vergewaltigung musste die halt mitmachen, dass die halt so erwürgt wird. Im Prinzip ja, so dann was. Haben wir dieselbe gesehen. Dann haben wir dieselbe gesehen. Und diese Darstellerin, die da war, die macht heute sogar immer noch Pornos. Ja, Ava Taylor. Die ist halt immer da drin geblieben. Ja. Das ist halt die Frage, ne? Ja. Ob es gut ist oder eher schlecht. Aber ich glaube, als Mann musst du halt sowas nicht befürchten, dass du voll gekackt wirst oder voll gepisst. Ja, du bist halt immer nur die Passivrolle quasi. Ja. Aber ich sag mal so, gut, dann bist du nicht derjenige, der auf den gekackt wird oder gepisst wird, sondern du bist derjenige, der auch auf eine Frau kacken oder pissen muss. Ja, so, also da wäre ich eher dafür jenige. Sogar kein Problem. Was? Also ich glaube wirklich aber auch eher auf jemand kacken als bekackt werden. Ja, gut, okay, das ist aber so, beides nicht machen wollen, aber hätte ich die Wahl, dann würde ich lieber auf kacken als auf mir, klar, aber trotzdem ist das nicht geil. Mach die Augen zu und denkst, es wäre eine Toilette. Also geil ist jetzt nicht unbedingt, aber wenn du rausgehst und pinkeln musst, pissst du ja auch einfach irgendwo zum Beispiel ins Gebüsch. Ja. Und dann einfach auf jemanden draufpinkeln, ist doch im Prinzip dasselbe. Ey, guck mal, wir hatten ja erste Folge, weil ihr pinkeln in der Dusche. Pinkelst du dich ja auch selbst an. Wenn man in die Dusche pinkelt, Alter, das ist doch voll ekelhaft, Junge. Darüber haben wir, glaube ich, schon ausführlich gesprochen. Ja. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. Ja. Mann, ey. Ja. Ich schüttel einfach nur den Kopf dabei. Ja, okay, gutes Thema Traumberuf. Ja. Pornodarsteller. Ja, eher nicht so, also. Also tatsächlich, ich habe irgendwann mal gelesen, in Japan sind sie tatsächlich sehr gefragt, männliche Pornodarsteller. Alter, Pornos in Japan sind, verstehe ich eh nicht. Die zensieren halt, die Geschlechtszeile. Da habe ich sogar mir ein Video drüber angeguckt, warum das so ist. Da habe ich mir mal sogar ein Video drüber angeguckt. Japanische Pornos. Nicht schlecht. Ja, nicht das. Die machen das halt, weil früher war Asien ja halt ziemlich getrennt von den ganzen Ländern. Die wollten ja nicht, dass die besucht werden. Die wollten halt so unter sich bleiben. Und dann, da gab es ja natürlich auch schon damals Pornos. Und dann als später die halt immer mehr mit den anderen Ländern Kontakt hatten, ist natürlich auch sowas übergeschmackt. Aber weil denen das halt so peinlich war, die wussten ja nicht, ob es bei denen auch Pornos gibt, haben die halt die Geschlechtsteile zensiert. Und der Grund einfach, warum das heute noch ist, ist, weil die Japaner das so sehen als, sagen wir, Tradition, das Kultur, dass es damals bei denen so war. Weil die Japaner relativ, also nicht die Japaner, die Asiaten relativ eine freie Körperkultur hatten und dann die christlichen Missionare dann nach Japan gekommen sind und dann gesehen haben, dass sie halt so eine recht offene Kultur haben und da deswegen angewidert waren und dass sie deswegen so sich so zurückgezogen haben. So hatte ich das. Also ich hatte auch mal irgendwie so ein Video gesehen, aber das hat so beides die Gründe so. Es hat auf jeden Fall mit dem Auftreffen der anderen Länder zu tun damals. Ja. Ja. Und wie macht dann das da bei einem Interracial Porn? Ist dann der eine zensiert, der andere nicht? Ich glaube, das ist so, dass diese Zensurgesetze halt einfach nur innerhalb von Japan zählen und deswegen sich zum Beispiel manche Pornostudios dafür außerhalb von Japan begeben, um halt diese Zensur nicht
haben zu müssen. Das ist doch wie damals gewesen mit den Pornos in Kalifornien. In Kalifornien kam ja das Gesetz, dass die Pornos halt nur mit Kondom drehen dürfen. Aber niemand will das. Niemand will ein Porno mit Kondom sehen. Und dann sind die alle nach Florida gegangen. Ja, genau. Und das ist halt jetzt eine größere Hochburg für Pornos als Kalifornien. Schade, schade für Kalifornien. Ja. Wollt ihr, dass wir nochmal eine extra Folge über Pornos machen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, generell, ja, erstmal Kommentare, Themenvorschläge. Ja, allgemeine Themenvorschläge. Oder schreibt überhaupt erstmal Kommentare auch. Genau. 300 Leute und nicht ein Kommentar, was soll das? Ja, ich bin enttäuscht von euch. Ich habe tatsächlich vorhin einen Kommentar bekommen auf die Folge, die heute online gekommen ist, also jetzt für euch gesehen, für die Zuschauer gesehen, die letzte Folge, hat nämlich der Pascal B. Haha, Doppelpunkt D geschrieben. Oh, oh, das ist sehr hilfreich. Danke für deinen Themenvorschlag, ja. Pascal. Ja, ich bekomme halt immer sehr, sehr aufbauende Kommentare, halt sowas. Letztens habe ich gelesen, warum machst du Videos, wenn du null Aufmerksamkeit hast? Fand ich sehr aufbauend, fand ich auch gut. Naja, die aufbauenden, also die besten Kommentare sind immer noch so, ja, super Video, schau doch mal auf meinen Kanal vorbei, ich mache mal Let's Plays. Ich habe dich übrigens abonniert, wäre cool, wenn du mich auch abonnieren würdest. Ja, und dann abonnieren die dich nicht mal. Ja, Schwänzer. Ich glaube sogar, ich habe tatsächlich mittlerweile abonnieren und schau und so, glaube ich, auf die Blacklist gesetzt. Einfach. Bei mir wird es immer automatisch als Spam markiert. Ja, weil die Leute das unter jedem Video runterschreiben. Ja. Vor allem bei Minecraft. Das ist immer nochmal ganz besonders. Und bei League of Legends. Da und Garry's Mod. Da auch, stimmt. Halt so diese richtigen Casual-Spiele, sag ich mal. Ja, die beliebten Spiele. Ja, ja. Bei mir war es halt immer so, dass ich immer halt irgendwann mal ein Minecraft-Projekt habe und sobald es wieder ein neues auf meinem Kanal startet, kommen auch diese Kommentare. Ja, ja. Die kommen aber dann nach 10 Folgen zum Beispiel nicht mehr, aber dann wenn wieder eine lange Minecraft-Pause war und dann wieder ein neues Projekt kommt, kommen die sofort wieder wie Geier. Ja. Aber ich bekomme halt auch Aufrufe dadurch. Ja, reicht doch. Du musst ja denken, das ist ein Aufruf, wo der Typ vielleicht 5 Sekunden... Naja, ja, der hat die Watchtime auch. Ja. Die ist halt für den Arsch. Die klicken das Video an, das startet vielleicht so 2-3 Sekunden. In der Zeit scrollen sie runter in die Kommentar-Section, copy-pasten dann ihren Spam-Kommentar und klicken dann auf das nächste Video. Wenn es nicht sogar ein Bot haben. Ja, wenn es nicht sogar Social-Bots sind. Ja, nee, also es ist... Also die Leute, die das machen, fickt euch. Nee, bringt euch bitte um. Etzala. Ja. Man muss ja schon... Das ist einfach kacke. Ich habe übrigens noch einen Job, also. Okay. Dann geht's noch länger. Ja, hallo, wir haben noch erst 42 Minuten. Weißt du, wie viele Midwalls ich schalten kann? Eine Folge so groß wie eine Doppelfolge schaffen, okay. Ja, und dabei ist das noch nicht mal die Special-Folge Käse. Genau, die wird 2 Stunden oder so gehen. Mit sehr vielen Gästen. Ja. Ich werde an dem Tag krank sein oder so, keine Ahnung. Also. Mein Hals tut weh. Was sagt ihr zu dem Job des Leiters für Kundenzufriedenheit bei 1&1? Hallo, mein Name ist Marte Davis. Marte Davis. 1&1. Hart. Wir waren dabei, als wir das Internet für alle bezahlbar machten. Oder wie ist der Beruf als kleines Mädchen? Bei der Trivago-Werbung. Welches kleine Mädchen? Kennt. Ich kenne das nur mit diesem Lisp. Das kleine Mädchen von der Froop-Werbung. Nee, ja gut. Alles doch. In den Mixer! Also ja, Mixer. Stimmt. Nee, ich kenne ja, diesen lispelnden Typen. Wenn ich reise, ist es weise, reise ich mit... Alter, ja, natürlich. Ja, war das nicht Trivago? Ja, ich dachte nicht. Schon. Ja, nein, bei Trivago ist doch nur dieser lispelnde Sprachbehinderte. Also. Ich wusste gar nicht, dass du Werbung für Trivago machst. Ich mag Trivago tatsächlich. Dann passt's ja. Ja. Ja.
Ja. Boah, wir können doch mal über Werbung reden, ne? Das wäre auch mal ein Thema. Schreibt erst mal auf, wer derjenige, der die Themen auch schreibt. Keiner, okay, keiner. Weiter geht's. Also, Acel. Ja. Hast du, danke. Ja, hab ich. Sonst müssen wir irgendwann halt über Tampons reden oder Pillen. Oh, jetzt ist natürlich noch ein Thema, aber wollen wir das noch in diese Folge quetschen oder versuchen wir dann in der nächsten? Ja, über länger geht. Wenn es zu dem Thema passt, kannst du noch als Unterthema gerne. Nee, also es passt jetzt nicht zu dem Thema Berufe, sondern perfekt. Es ist irgendwie so ein bisschen... Perfekt. Ja, aber lass mich aber kurz... Was hast du denn mal gesagt? Erzähl versteht Werbung, ne? Ja. Boah, okay. Bin ich heutzutage. Das, und? Die finde ich gut. Ja, gut, ich habe Werbung aufgeschrieben. Ja, ich habe jetzt eine Liste angefertigt mit Themenvorschlägen. Käse muss ganz oben stehen. Käse steht gar nicht drauf. Ey! Aber weißt du, was da ganz häufig stehen wird? Du bist ein Hurensohn! So ein Dreckiger! Jeden Leute und wie es ist, dem wirklich neben zu sein. So. Aber was mich noch einmal kurz zu dem Thema Berufe, was mich tatsächlich wundert, ist, dass wir den Beruf des E-Sportler nicht hier erwähnt haben. Alter, weißt du, wie viele Leute Selbstmord begehen? Was? Ja, nee, aber tatsächlich, ich würde den Beruf des E-Sportler nicht machen, weil es das Spiel für mich kaputt machen würde. Ja, das ist halt richtig. Weil du spielst halt, du musst halt immer gewinnen und du musst immer das gleiche Spiel spielen. Vor allem. Naja. Also du hast vielleicht mal irgendwann mal so, wenn ein neues Spiel gerade rauskommt, dann darfst du vielleicht irgendwie so ein paar Stunden lang streamen, das Spiel oder sowas, ne? Aber meistens verlangen die Leute, die dir zuschauen, dass du dieses eine Spiel spielst, ne? Und das halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Naja. Und nee, das. Ja, und der Fall ist halt extrem schnell und dann extrem tief. Du musst halt ein Match verlieren und dann, ja, bist du raus. Für immer. Interessiert sich keiner mehr für dich. Wer interessiert sich noch für Maus-Dings da? Wie dieses Team damals hieß. Maus gibt's immer noch, aber okay. Ja, aber es ist doch kein Interesse mehr daran. Das ist auch alles Fnatic. Die sind immer noch... Interessiert mich nicht, ich kenne nur Fnatic. Fnatic, aber okay. Meine ich ja. Ich hab die mal auf dem Thumbnail von CSGO gepackt. Mich interessiert nur Fnatic. Fnatic. Ich weiß nicht, ob die richtig heißen. Ja. Ja, da merkt man meine Kompetenz. Also, oh, ja. Ich glaube, ich würde E-Sportler als Beruf machen. Echt? Ja. Müsstest du auch für welches Spiel? Ja, oder dann welches... für LOL. Na gut, okay, da musst du noch ein bisschen üben, würde ich sagen. Wenn ich E-Sportler als Beruf habe, gehe ich ja schon davon. Dass ich mit bei den Profis mitspiele. Ja, ist schon gut. Ich will gar nicht sagen zu den Runden, die du da bei deinem Kanal gepostet hast, ja? Was meinst du jetzt die Runden, das, was ich letztens hier bei. Ja. Krasser Scheiß. Ich spiel seit 3 Jahren mal. Dann nicht auf Platin-Niveau spiele. Dann, ja, also, dann brauchst du dich nicht beschweren. Ja, aber ich spiele LOL nicht, um E-Sportler zu werden, sondern weil es mir tatsächlich manchmal Spaß macht. Ich spiele auch nicht LOL, um E-Sportler zu werden. Ja, auch wenn es schon cool wäre, so bei Turnieren und so mitzuspielen. Ja, nee. Das was ist damals ja eigentlich auch unser Ziel gewesen ist, aber das, wir nie umgesetzt das haben. Das stimmt allerdings. Ja, aber jetzt guck dir mal so ein Team E-Sportler an. Wenn das nicht gerade Asiaten sind, dann hast du da 5 fette Europäer sitzen, die ihr Team-T-Shirt als allgegenwärtiges Hautdings tragen. Die E-Sportler tragen ihre T-Shirts länger als Drache sein Pullover. So. Woher weißt du das? Siehst du den beiden umziehen zu? Hat die Kamera installiert. Eigentlich schon. Ich gucke bei seinen Videokameras rein. Okay. Und das sind fette, ekelhafte, ich glaube, du hast noch nie E-Sportler gesehen. E-Sportler.
Ja, ohne Witz, die sind gar nicht mal so, also die sind tatsächlich teilweise in recht guter Form. Ne? Ja, das guck ist dir einfach mal das komplette Face-Team an. Das sind alles Disco-Pumper. Ja, das Problem ist, das sind, also ich sag das jetzt einfach, ich habe keine Ahnung, aber es stimmt halt. Es sind Asiaten. So. Und Asiaten können ja von ihren Genen her, egal, es sind Asiaten, können ja von ihren Genen her nicht fett werden. Man hat noch nie einen fetten Asiaten gesehen, weil Asiaten nicht fett werden können. Das ist so Asiaten, der die Nudeln in sich schiebt und dabei anfängt zu lachen. So einen fetten Asiaten. Das ist oder kein Sumo-Ringer, die sind auch nicht fett. Nee. Das ist kein Asiate, das ist ein Meme. Und Sumo-Ringer sind eine eigene Rasse. Ja, so. Ich glaube, wir sollten mal darüber reden, warum Wann war so ein Rassist ist. Ich? Nein. Nein! Das steht jetzt auch auf der Liste. Direkt darunter folgt, warum ist Wann war behindert? Ich höre, irgendwo schafft es immer in eine Folge einzubauen, irgendwas, was mit Ausländern zu tun hat und nicht sehr freundlich gerade ist. Das ist ja, freundlich. Ich würde sowas nie machen. Ne? Also ganz ehrlich. Guck mal, wofür steht Fett sein? Fett sein steht damals noch für Wohlstand, du hast viel Geld, damals, weil du dir viel Essen leisten kannst. Ja, damals sind ja auch die besten Zeiten. Früher war alles besser. Ja. Ach, der Weltkrieg. Apropos, so gutes Thema, war früher wirklich alles besser? Schreibe ich mir auf. Das schreibe ich mir wirklich auf. Das ist tatsächlich ein gutes Thema. Das ist wirklich ein gutes Thema. Quietsch. Ja, dann tust du erst mal. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir haken das aber jetzt hier ab. Mein Rücken fängt an zu schwitzen. Ja, ich gut, muss dann das Thema. Ja, Ventilator wieder anmachen. 50 Minuten, da kann ich bestimmt 20 mit Walls schalten. Alter, Schnauze. Das guckt eh keiner. Da bringt dir die Werbung auch nicht. Egal. Er kriegt sie selbst an. Ja klar. Ich mache immer Viewbot mit voller Watchtime. Stelle ich immer ein bei U-Bot. Alles okay. Klar. Das war's dann. Mit diesem rausgerotzt. Weißt du, der Chai am Lachen gerade so. Ja, das war's dann. Du erinnerst mich an diese komische Schnecke von Monster AG. Diese Sekretärin. Weil, kennst du noch? Nein. Das war, da war ich ein Jahr alt oder so, als ich das geguckt habe. Was? So alt ist Monster AG noch gar nicht. Ja, schon. Gefühlt schon. Ja, aber nicht. Nee, Monster AG ist noch nicht so alt. Gefühlt, habe ich gesagt. Also, ja, nee, aber trotzdem. Monster. Nein, ich kann mich nicht dran erinnern. Alter, hier sitzt ein nackter Mensch auf seinem Fensterraum. Ja, okay, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. 2001 übrigens. Alter. Monster AG kam 2001 raus.